So, ich rufe jetzt die Autojournalisten an, die haben den Faxen dicke. So, die werden Ihnen jetzt mal... Da werden Sie jemanden erreichen. Die sind gerade bei einer Präsentation eines unserer neuen Modelle und fahren in Patagonien durch unberührte Schneelandschaften. Okay, dann rufe ich meinen Bundestagsabgeordneten an. Ich glaube, der trinkt gerade Gin Tonic mit Matthias Wissmann, dem Chef Autolobbyist. Hören Sie, ich weiß gar nicht, warum Sie sich so aufregen. Die Politik hat doch schon auf den VW-Skandal reagiert, nicht wahr? Neue Grenzwerte, Updates und so ein Zeug. Das heißt, die...